So, den guten Mann probieren wir gleich nochmal. Irgendwie müssen wir den ja besiegen. Ich habe hier ein paar, ich habe hier Molotow-Cocktails, ich habe noch Ölohren, also die können wir auch raufwerfen. Gucken wir mal, was davon wirkt. Bin ein bisschen gespannt. Oh. So. Das kann man auf jeden Fall auch machen. Das klappt bei normalen Gegnern ja auch. Klappt bei ihm sogar auch. Haut auf jeden Fall gut rein, das Ding. Oh, ich komme hier irgendwie weiter. Doch, komm durch. Wow. Also, wir waren ein Tier, aber das wissen wir ja schon. Oh nein. Oh, hat auch getroffen. Oh nein. Ich bin zu dicht dran. Erwischt. Der olle Assi. Zu spät. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Na komm her. Noch keine Schüsse mehr, Schneider. Head. Oh nein! Oh oh! Hier, ne? Oh, jetzt haben wir ihn natürlich aber nicht erwischt. Oh, fast kein Leben mehr. Ah. Oh, jetzt notiert er wieder. Ein kleiner wilder Typ, müssen wir schon aufpassen. Oh, oh Mann, Mann, Mann. Ah. Eigentlich nur schön Feuer geben. Das klappt anscheinend nicht.
Das war's. Oh, verdammt. Also er ist schon hart. Der ist schon hart, das muss man leider zugeben. Ätzend hart. Hier am Anfang und wollen nochmal versuchen, Pastor Gaston zu töten. Wir können mal gucken, was wir noch alles so dabei haben. Vielleicht haben wir irgendwas, was wir werfen können. Also wir haben einen Molotow. Warte mal, was haben wir denn hier? Einen Molotow-Cocktail haben wir. Wir haben dieses Öl, das kann man raufwerfen und dann brennen die bestimmt besser. Dann haben wir diese Spieluhr. Warum haben wir die Spieluhr überhaupt da drin? Ein kleines Spieluhr von einem Mädchen aus Janem. Ach so, ja, das war das Mädchen am Fenster, was gesagt hat, wenn wir den Vater treffen, sollen wir die Spieluhr spielen oder sowas, ne? Nutze Einsicht. Okay, warum nicht? Schalldämpfer abfallen, beendet die Zombie und findet sie. Okay. Ja. Also, ob der Pastor Gaston vielleicht der Vater ist? Ich weiß nicht. Wir können ja, wir lassen das mal drin und spielen gleich die Uhr einfach mal ab. Vielleicht müssen wir ihn ja denn nicht bekämpfen. Kann ja gut sein. Gehen wir mal hin auf die Spieluhr und gehen mal rein. Okay, das spielt auf jeden Fall was. Gut. Gehen wir mal rein. Testen wir nochmal. So. Ah, das funktioniert sogar. Ja. Okay, also er hält dann an, inne. Das ist für uns ganz gut zu wissen. Scheiße. Ja. Oh, okay. Aber das funktioniert. Okay, jetzt mal den Teil schon. Vielleicht. Okay. Blut euch jetzt lang. Oh. Okay, jetzt bringt die Uhr gar nichts mehr. Scheiße. Ist der schnell. Okay. Okay, okay. Also die Spieluhr zeigt Wirkung, allerdings nicht auf Dauer. Wahrscheinlich müssen wir die Spieluhr später einsetzen. Bevor er sich verwandelt. Oh, da wären wir wieder. Und jetzt probieren wir es nochmal. Die Spieluhr nutzen wir diesmal aber später. Denn man kann sie ja nicht unendlich benutzen, habe ich gerade gemerkt. Das heißt, wir nutzen die Spieluhr später und werden jetzt erstmal versuchen, ihn runterzuschrauben. Weil er verwandelt sich sehr schnell bei der Spieluhr. Das ist natürlich doof. Und dann finde ich es auch schon extrem hart. Er ist so schon sehr hart. Oh nein, aber nicht zu dicht dran, leider. So. Das haut auf jeden Fall rein. Ah. Oh Mist. Oh, verdammte Axt. Jetzt hat er uns, glaube ich. Oh nein. Scheiße. Und wieder einmal stehen wir vor diesem Tore. Und versuchen ihn jetzt mal zu besiegen. Wir haben ein bisschen Schuss gesammelt, mal wieder auf dem Hinweg hier. Okay, ich bin bereit.
Shit. Ja, oh nein, wir sind zu spät. Hm. Das gibt's doch gar nicht. Erwischt. So. Oh Mist. Okay, warte. In die Spieluhr. Keine Waffe. Schnell weg! Oh nein! Oh, wir hatten ihn fast. Verdammt, wir hatten ihn fast. So, auf ein neues. Eieiei. Oh Mist! Ich lag doch vorhin gerade so ganz gut. Schießt auch auf mich. Nice. Haut er mir raus und haut nochmal auf mich drauf, der Schmack. Ja. Mann! So, Versuch Nummer 133.144. Wir probieren es nochmal. Oh Mann! Okay. Warum schieße ich auf ihn? Jetzt aber. Ja. Ah, Mist. Man muss echt schnell rankommen. Sonst wird das Ganze nichts. Mein rotes Zeug hier, mein Blut. Wo bin ich denn gestorben? Da. Lass mir hier vorne beim Eingang so ein bisschen bleiben. So.
Ah, Mann. Spät, ich habe noch einen Schuss. Oh, das war zu spät. Jetzt haben wir keinen Schuss mehr. Ja, jetzt reicht's auch. Okay, jetzt kann ich auch durchschauen. Uncool. Mist! Ich bin noch nicht auf dem Sack. Shit. Ja, toll, jetzt bin ich hier hinten. Okay. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Komm nicht weg. Oh Mann, trifft er noch immer. Der trifft er noch immer, der Spacken. Oh, komm schon. Ja! Sieg! Über den Spast. Ich habe irgendwie einen Gorgon-Schlüssel, was immer das ist. Lampe anmachen. So. Das hat sich doch mal gelohnt. Puh. Er war echt schwer, fand ich. Er war echt schwer. Aber es ist geglückt. Gut. Wo wir zurückkehren, können wir mal gucken, was wir hier noch erforschen können. Gehen wir nochmal nach oben. Wieder Abkürzung. Turm mit Oerdon-Schlüssel geöffnet. Das ist garantiert eine Abkürzung irgendwo hin. Schauen wir mal, wo es hingeht. So, wir haben die Lampe einfach mal kurz benutzt und sind zurück in den Traum gegangen. Am Ende des Videos ist gerade eben irgendwie abgespackt. Ich weiß nicht, warum hat er nicht aufgenommen. Auf jeden Fall habe ich dort auf dem Friedhof noch eine Brosche gefunden. Die will ich euch mal zeigen. Und zwar diese hier, die lag auf dem Dach. Rotjuwelbrosche. Und wenn man darauf geht, was man damit machen kann, dann sagt sie nur, hellrote Brosche einer Frau mit eingravierten Namen. Vielleicht ist das Juwel ein Geschenk eines Jägers. Zur Verwandlung in einen Tropfen Blut ist der jeder Waffe. Mit der richtigen Werkstattwerkzeug können verschiedene Waffen verstärkt werden. Klingt dafür ganz gut. Gucken wir mal, jetzt sind wir über den Traum des Jägers. Pastor Gaston haben wir erledigt. Wir gehen jetzt erstmal in die Werkstatt. Das würde mich auch mal interessieren. Ob wir unsere Waffe da auch noch irgendwie verstärken können, irgendwas mitmachen können, ich weiß es nicht. Blutsteinscherbe haben wir. Bräuchten wir noch. Ui, wir brauchen noch richtig viele. Haben wir noch nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir können ja erstmal ein bisschen uns aufleveln. Das ist vielleicht wichtiger. Dass wir ein bisschen stärker werden. Willkommen da. Was? Nun gut, lasst mich. So. Aber hier würde ich die Vitalität hochsetzen. Die Ausdauer und die Stärke. Definitiv. So, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was eingesammelt. Das müssten wir doch nochmal Bluttau oder Tau oder wie es heißt da. Ja, Kaltbluttau verwenden wir mal. So, haben wir wieder was. Ich glaube, dann könnten wir noch ein Level aufsteigen, oder? Nee, können wir noch nicht. Können wir leider nicht. Haben wir noch mehr gehabt, was wir brauchen können? Verbrauchen können? In der wachen Welt finden. Ja, finden wir schon.
So, gute Frau. Haben wir noch irgendwas, was wir verballern können? Nee. Hellrodo bringt Tropfen Blutedelstein. Wir verwenden den mal. Roter Blutedelstein. So, vielleicht können wir mit dem ja jetzt was anfangen. Gehen wir noch zur Werkstatt. Schauen nochmal nach. Also hier auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Auch reparieren, das können wir machen. So. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.